So, willkommen zurück. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Da ich war bin da reingefallen. Kindersicherung und jetzt sind wir hier und das ist ganz cool, weil es hier Feen gibt, die einen fresh machen. Oh, das ist cool. Dann wird man wieder zurückgebeamt. Voll geil. Ja, das ist hier alles klar, und rein damit. Oh, was ist das da für ein Insel oder was? Kleine Tentakel, die ist gut mit der Wein. Oh, wow, wann habe ich jetzt so das Licht angemacht? Licht. Licht. Ah, natürlich ist das jetzt ein bisschen nassig, aber er könnte es sich. Ja, genau. Oh, das ist wieder so finster die Nacht. Irgendwie habe ich das Verlangen, hier nochmal raus und wieder reinzugehen. Cool, dann kannst du dir gleich nochmal tentakulisieren lassen. Warum? Deswegen? Weil ich die die sind diesmal sogar nicht da. Ach so, naja, du hast doch ein neues Ei schon bekommen. Wow, ja, du bist voll, kann man das viel zu großzügig. Ja, da war viel ja zu großzügig, Kanne. Conan? Genau, Kanne. Der hat keine Ahnung. Ah, Wand! Naja, du hast ihm von den Löchern erzählt. Ja, die Löcher sind soft. Auch, und dass man eine neue Waffe bekommt und die dann gleich nutzen soll. Ja, das muss ich doch nicht erzählen, oder? Ja, stimmt, hätte Stefan eigentlich selbst kommen. Ja. Wirklich auch. Ups, ja, ich sollte ja dann auch. Yeah. Bam, genau ins Auge. Jo, das tut am meisten weh. Beim Zyklopen, ich weiß nicht, ob Auge oder Eier schlimmer wären. Wenn er wirklich hat. Oh, mit unserer Freundin wieder. Wir gehen davon aus, er hat welche. Auge. Oh, ja, ja, wow, oh, das geht super. Hahaha, tja, sehen, gekonnt ist eben gekonnt. Läuft. Oh, ja. Oh. Hey, Bastard. Naja, passt doch. Ja, guck hier schon wieder. Ich geh noch ein Herz zurück. Natürlich! Ah, Bitch! Das ist doch wohl ein Witz! Ach komm! Flatsch! Leck mich! Ja, save and continue. Wo starte ich wieder? Alles klar. Das... mach ich nicht nochmal mit. So. Klingt voll creepy, wenn man da hoch teleportiert. Das ist aber auch creepy. Ein Teleporter, du musst dich das anfühlen. Du wirst zersetzt und dann wieder umgebracht. Du musst die ganze Zeit hoffen, hoffentlich kommt das ganze Teil auch wieder hoch. Yes. Nee, hab ich mir gerade auch schon gedacht. Yes. So, aber. Zack. Oh. Rubine. Das sind immer noch Smaragde. Das sind Rubine. Ja, ich glaube, da knallhart. Das Spiel sagt Rubine, das Spiel hat recht. Oh. Ich sag, das sind Smaragde, ich hab recht. Tja, in der Zelda-Welt nicht. Die kann man wahrscheinlich auch nicht zerstören, oder? Wer weiß. Wer weiß! Danke. Das war schön. Das kam richtig so ganz, mal ganz tief aus der Seele. Die Typen wissen auch nicht so ganz. Aber diesmal sieht so sauber aus. Der Fies fährt da wieder zu nehmen. Tschüss, voll viele. Party. Wabi Babi. Ja. Ja, passt doch, ne? Ja. Oh no. Na, jetzt habe ich dich da in der Ecke. Und das sind ganz okay. Der hält wahrscheinlich mehr als einen aus. Ja.
Oder auch gar nichts. Oh, ja, ich sollte auch. Wie arschig der das ist, ne? Dann voll ausgenutzt, dass du da mit dem Skelett am Schaffen bist. Ich denke, dass ich so, oh, komm mal her, du. Naja. Er hat sowas im Auge. Da liegt ihm was. Oh, Tentakel in die Action. Oh, ich bin vorein. Die Tentakel ist Tentakel in den Klo. Oh. Ja. Auch manche Leute googeln das. Bene? Du zum Beispiel? Nee. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann. Das ist jetzt nicht so. Oh, zu zweit. Macht immer gleich Spaß. Nice, nice. Gleich zwei hintereinander reingekackt. Ja, die werden ja auch zurückgestoßen. Was war das? Nein, ich habe das Herz nicht mehr aufgesammelt. Willkommen zum ersten Endgegner, Ritter Amos. Ich fand die früher so geil, ich finde die jetzt immer noch geil. Verdammt. Wollen sie ein bisschen mit dir kuscheln? Oh, was machen sie mal hier, so eine geile Wand? Das sieht schon viel besser aus. Ja, die Dinge haben ich vor. Wenn das Kind war, wären die richtig heftig gewesen. Ja! Ja, keine Chance da. Die hatten schon drauf, du. Da hatte ich schon das ein oder andere Mal mein Game Over gehabt. Steffen wird auch sein Game Over haben. Die werden nur schon heftig. Nur wer weiß. Wer weiß. Meine, ja, sieht super aus, oder? Noch drei Stück. Zwei. Das ist ja schlecht, das ist super. Wir springen. Oh, Flügel der Freiheit. Ah, Flügel. Er ist zum Titan geworden. Ja. Flügel. Ja, siehste. Sauber. Was nice. Oh, nicht im Flug aufgefahren. Ah, das Amulett. Ist Mainstream. Das im Amulett des Mutes, weil es grün ist. Ein Rubin-Amulett. Oh. Ist Mut nicht eher rot? Nee, Mut ist grün. Rot ist Weisheit, Junge. Ist you want the pendant of courage? Take it to Sahasrara. Two pendants remain. Ah, stimmt, natürlich. Rubine sind ja eigentlich auch rot, Mut, und das sind ja alles hier Rubine, also ja, schon klar. Genau. Endlich ist ja eingesehen, dass Rubine sind. Oh. Grüne! Ja. Und der fickt dich jetzt. Wow, one hit. Yeah, der liegt voll da. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, du hast nicht endless Pfeile. Nee, aber ich war der Meinung, ich hatte mehr eingesammelt. Ja. Yeah. Na, du hast auch ordentlich verballert gegen den Endboss. Ja, okay, stimmt auch wieder. Du hast so eine sexy Anzeige da oben. Der Boomerang. Oh yeah. Der gute alte, der kommt immer wieder. Die beste Allzweckwaffe der Welt. Der Zelda-Welt. Der Boomerang geht niemand schief. Wie ist der? Hier haben wir Rubine Schnorren. Scheiß Schnorrer. Oh, die treffen ein bisschen schwarzen. Oh ja. Macht Spaß. Die Vergewaltigung. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie lange hat das gedauert und wann habe ich das letzte Mal gesaved? Tja. Ein alter Mann. Er ist alt. Vielleicht ist er schon senil. You are correct, young man. I'm Sahasrara, yeah, the village elder and the descendant of... Ah, er ist der Dorfälteste. Seven wise men! What? Kobest? I'm surprised of young man like you is looking for the sword of you, then not just anyone can use that sword. According to the head, down by the hill, yeah? Hey, Stefan! I see you have acquired the pendant of courage. I will three or four generations ago and older of night. Geschichte, das ist voll wichtig. Also guardians of fortunately most of them were destroyed in the great war against evil place when the seven wise men created the seal. I would a human must appear and seize Kobest. I believe you should get the remaining pendants and carry this with you. This is a treasure passed on down. Und hier kriegst du stickende Schuhe von mir getragen. Pegasus Schuhe, ich hab da rein ordentlich. You can execute a devastating, what the hell, gestanden. A helpful item is hidden in the cave on the east side. Ah. Ich sag mal. Okay, wie geht das jetzt?
Nee. Wie geht das mit dieser Dash-Attack? Tja, hätte ich mal durchlesen sollen. Ah, gedrückt halten, kürzere Zeit. Ich hab mir das alles durchgelesen, Bene. Ja, dann mach mal, ne? Ja, hab ich ja. Ja, du war ja irgendwas. Oder noch länger? Nee, das ist es ja nicht. Was lachst du so blöd? Keine Ahnung, wo du es gerade nicht gebacken bekommst. Ja, krieg ich auch nicht. Scheiß drauf. Boah, drei Truppen. Warum besteckt man Bomben hinter einer Tür, die man mit Bomben aufmacht? Why the fuck not? Sei mal so, das denkt sie da gerade. Why the fuck not? Du kommst jetzt nicht zurecht, ne? What? Das ist super aus. Okay, das hat er eben nicht gemacht. Warte mal. Boah, ich bin... Bam! Volles Tor. Ja. Hm. Mit einem Dash wieder zurück in die Oberwelt. Schon Sache, aber das ist nicht mal so. Okay, ich habe auch den falschen Button gedrückt. Ich weiß nicht mal, was A oder B hier ist. Ah, okay. Ich weiß nur links und rechts und rechts ist offenbar A-Knopf. Schöne Sache. Und ich habe die ganze Zeit B gedrückt. Ah, ja. Zelda, los! Ja, Freiheit! Los, Zelda, auf und davon! Auf und davon! Ich hab dir doch gleich gesagt, wir sollten sich unsichtbar machen. Wow! Einfach mal so. Ich dachte, ich hätte den abgewehrt. Was für? Hui! Ja. Ja, mal eine Chance. Und ein bisschen Bam, ja, voll gegen den. Ja, das Erdstein Felsgebilde. Hey, er hat sich voll gefissen. Ja, da echt, Mann. Oh, gut. Na, schade, die. Auch diesmal wollen wir ein bisschen anheben. Ja. Das war jetzt ein Palast üben, das war ein Im Osten ist der Ostpalast, okay. Hm, lass mal das. Ja, und dann habe ich, wenn der Westpalast wäre. Im Osten? Damals, die Himmelsrichtungen. Osten, Westen, was? Das haben wir voll gefistet, Mann. Oh, ja. Ich wusste Kreuz, Kreuz. Genau, Kreuz, was Kreuz. This way, Metal Shop, Motherfucker, Fischen, Motherfucker. Magic Shop. Ich hoffe, es ist immer cool. Da gibt's Magic Mushrooms. Oh, no. unsere Frauen, nein. Die sind so geil, ey. Besonders bei Awakening. Da reden sie über Kondome und so. Ah, oh, jetzt kann man besser erkennen, was es ist. Ach, du kannst es erkennen. Wieso, was hast du vorgesehen? Was? Ist es nicht Kaktus? Oh, Kaktus. Das gerade eben, das grüne Ding. Das ist nur so ein Gelee-Ding. Sag mal, Pudding ist das. Alter, warum sind hier bei Minen? Auf jeden Fall, ich hatte das auf Awakening auf einem kleinen Bildschirm schwarz-weiß gespielt. Dubel, Dubel, Treuen, Dubel, Feier. Verbindet. Da sah es besonders komisch aus. Nee, das ist ein Kaktus, ganz klar. Red is medicine of life, green is medicine of magic, blue green news, boost of life and magic. Your taste is a bell of the red elixir. Boah, schmeckt voll geil. Oh. Red is medicine of life. Oh, ich tanze ja so ab, wenn ich im Schatten sitze. Bitte. Ja. Kannst du mal zum grünen Ding gehen? Zu was für einem? Zum grünen Ding. Zu dem hier? Das grüne Ding, das sich bewegt. Ja, ja, schon klar. Also ich finde, das ist so ein Dildo. Das ist eindeutig ein Dildo. Das ist ein Kaktus, der laufen kann. Das ist ein Kaktor. Nö, so irgendwie hat er nicht genug Stacheln. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich dachte als Kind, was das ist. Für mich ist immer so ein Schleimi gewesen. Später sind es ja auch solche Schleimis, von daher. What the shit?
Und für mich war es immer ein Schleimi. Wow, das war natürlich schon random, aber wie du siehst, hast du eine Fee bekommen, als du diesen Baum da angerammt hast. Vielleicht kannst du übers Wasser laufen. Nee. Nee, du schwingst du mit mehr Gas rein, hat aber es geht. Du bist nicht Jesus. Ich war Jesus kurz. Das war Wasserski. Genau. Das zählt nicht. Oh. Okay, da kann ich auch mal noch nicht, oder? Dann halt über die Brücke. Jo. Kannst auch unter die Brücke. Ja, aber da ist doch schon... Da ist... Du. Ah. Nee, ich wohne unter einer anderen. Ja, die da gefällt mir nicht. Nee, ich hätte sie sofort genommen. Ja, ist mir ein bisschen zu feucht da unten. Oh. Hm. Oh, unter. Ich mag es einfach nur so dreckig, aber nicht feucht. Gut. Das interessiert mich kein Stück, Colin. Echt nicht? Nein. Aber mich interessieren deine Geschichten immer. Ja? Das ist schön. Warum ist hier ein Pfeil? Tja. Keine Ahnung. Rechts. Also, ich weiß, es ist ein Pfeil, das schon mal zu wissen. Tja, okay, ja. Passiert nichts. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Ah. Naja, was passiert, wenn du mit Anlauf rübergehst? Scheiße. Bedeutet das Schwert, dass da irgendeine Waffe zu holen ist? Ganz kurz für die Legende. Also, dass da irgendeine Waffe zu holen ist, oder ist Legende da schon das? Die Legende ist ja auch nicht erklärt, also. Ha? Die Legende ist ja nirgends erklärt. Ja, doch, sie wurde schon erklärt. Also, es wird auf jeden Fall schon mal gesagt, was du machen musst. Und du weißt auf jeden Fall, was da im Wald ist. Ich meine... Das geht an besonderen Schwertern. Ja, das ist ein Master Sword. Gibt es zum Beispiel. Und da war so ein Schwertsymbol im Wald. Tja. Dann wird es das sein. Das wollte ich ja nur wissen. Oder ob das irgendeiner ist. Gut, da kann man nicht wieder. Nö. Du versuchst also Selbstmord zu begehen. Suizid. Aber trinken kann er nicht. Irgendeine helfende Hand. Denn so ein Lucky Two angelt ihn immer wieder aus dem Wasser. Ja, das ist frech. Hier kann man nicht mal in Ruhe Selbstmord begehen. Mhm. Man muss sich immer von diesen Typen da knechten lassen. Das wäre ja auch ein bisschen erbärmlich. Nochmal springen sie den Abgrund. Oh. Boah, scheiße, aber bevor ich da reingehe, ja. Das war schon wieder ziemlich... Sicher ist sicher. Oder? War das eine Folge? Reicht das für eine Folge? Keine Ahnung. Bestimmt. Ja, das passt. Dann würde ich sagen, wenn ich die Folge, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.